Haben wir heute Digital Natives da? Lena, glaube ich, oder? Die Ureinwohner des Internets? Häuptling stabile Verbindung? Der mit dem Wi-Fi tanzt? Ne? Das ist ja ein ganz alter Volksstamm, ne? Die Natives, ja? Die Ureinwohner. Ne? Oder die, die nur am Chatraum abhängen. Old Chatterhand. Ja? Ja, daher kommt das. Übrigens, man erkennt einen Digital Native, man erkennt ihn schon weit über die Prärie, daran, wenn sie ihr Smartphone so waagerecht am Ohr halten. Ja? Oder so. Ne? Kennt ihr das, oder? Dann nehmen sie gerade eine Sprachnachricht auf. Ja? Sprachnachrichten kennt ihr? Audionachrichten, Walter? Diese, wo du hier was aufnimmst und dann, ja? Hast du mal gehört? Wie nennt man das, wenn man eine Sprachnachricht jemandem übermittelt, ohne das Gesprochene vorher aufzunehmen? Telefonieren, genau, ja. Es ist völlig aus der Mode gekommen. Bei der Audionachricht, wenn du es aufnimmst und verschickst, bei der Audionachricht fällt der unangenehme Teil der Kommunikation weg. Das Gegenüber. Nein, das Zuhören, verstehst du? Ja? Das Reagieren, das Antworten. Du kannst ganz bei dir bleiben, Maike, und bei deinen eigenen Gefühlen. Verstehst du? Ja? Du kannst ganz und dann laber so, ja, dann habe ich, dann bin ich und dann war ich und krass und zack und weg. Verstehst du? Ja, du musst nicht, also das Antworten fällt weg. Das ist wunderbar. Du brauchst das Gegenüber nur als menschliche Annahmestelle für Selbstgespräche. Ja, das ist das Angenehme. Ja, das ist das Schöne. Weißt du, du kannst so labern, du kannst ganz bei dir in so einer Glocke, weißt du, und dann entwickelst du deine Welt. Ne? Und irgendwann, wenn du damit zufrieden bist, dann kannst du ja nochmal löschen und dann kannst du es dann nochmal neu wegschicken. Ne? Und dann, das ist das Schöne. Und wenn du eine bekommst, Maike, dann kannst du weißt, dass du es in doppelter Geschwindigkeit machst. Du auch, okay, ja genau, ja, wunderbar. Bei der Audionachricht, Maike, fällt der unangenehme Teil weg. Du weißt, Maike, dass eine Audionachricht, die länger dauert als 5 Minuten, nennt man Hörspiel. Das weißt du, ne? Super, ja. Und wenn dir irgendwas nicht passt, dann wischst du es weg. Ne? Das ist das Tolle. Ne? Du kannst einfach zack mit dem Finger. Digitus der Finger, Maike. Haben wir Lateinlehrer heute Abend, da? Haben wir Lateinlehrer? Digitus der Finger? Im Grunde ist die Digitalisierung nichts anderes als die Verfingerung des Lebens. Ja, der Finger, Digitus der Finger. Den habe ich weggewischt, den habe ich weggedrückt. Die Digitalisierung ist die Verfingerung des Lebens. Du kannst alles mit dem Finger machen. Ja, du kannst Drohnen fliegen. Kleine Bewegung, große Wirkung. Du kannst Menschen auslöschen, alles mit dem Finger. Und jetzt auch kommunikativ. Den habe ich weggedrückt. Den habe ich weggewischt. Ja, wie bei Tinder. Kennt ihr Tinder? Tinder, eine Dating-App, Tinder kennt, Maike kennt auch Tinder, wunderbar. Das ist, Tinder, wer kennt Tinder? Also Tinder ist, Walter, pass auf, wie erklären wir jetzt dem Walter? Nein, Tinder ist eine Dating-App, da kannst du quasi die Menschen, da siehst du ein Foto, Walter, und dann guckst du dir das an und dann kannst du quasi so wischen, ob dir die Person gefällt oder nicht. Ne? Und dann kannst du, und wenn dir die Person gefällt, dann wischst du nach links und wenn dir die Person nicht gefällt, nach rechts. Und so, und dann, ne? Tinder, man nennt das auch Sexlieferando. Und dann kannst du so wischen, so nein, 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 Mama. Ja, so, und dann kannst du, ja, so, ne? Das ist Tinder. Ne? Aber eine neue Sprache prägt sich in unser Gehirn. Eine neue Sprache der Wischbewegung, den habe ich weggedrückt. Ja? Ich nenne sie die Instagrammatik. Gewischt, geliked and followed. Ist der Mensch nur noch ein Objekt? Jetzt bei Hard Aber Fair. Ja, safe, genau, cringe. Ne? Ja, aber ich meine, ich klinge so ewig gestrig. Ich versuche nur mit der Zeit zu gehen. Früher haben wir Tafelbilder noch abgeschrieben, mit der Hand. Schön, oder? Hat man schön das Kreidebild abgeschrieben. Tafelbilder werden nicht mehr abgeschrieben. Die werden abfotografiert, aber nicht von jedem, Susanne. Von einem Schüler. Und dann wird es hochgeladen in die Klassen-WhatsApp-Gruppe. Ja? Und die Schüler haben mich noch ganz schmerzverzerrt gefragt. Die haben gefragt, Herr Schröder, muss wirklich jeder Einzelne von uns das Tafelbild abfotografieren? Und da habe ich noch meinen gesamten pädagogischen Ethos zusammengerafft und habe gesagt, ja, es prägt sich besser ein, wenn jeder sein eigenes Foto macht. Ja, ja, die Vernetzung, ja, das eigene Foto. Tafelbilder werden, oder Jan, machst du noch Tafelbilder mit Kreide? Ja, auch noch solche. Ja, die Zukunft des Unterrichts ist quasi mit Memes. Walter, ein Meme ist im Grunde ein Bild mit Text, Bild-Text-Kombination. Also ne, die Schüler haben gesagt, können wir nicht anstatt der Tafel nur noch mit Memes. Ja? Also Memes, also ein Pic ist ein Bild und ein Pic mit Text ist ein Meme und ein Meme, was sich bewegt, ist ein GIF und wenn es sich ein bisschen länger bewegt, dann wird es ein Reel und wenn es sich noch länger bewegt, ist ein IGTV, aber es ist keine Story. Bei der Story kannst du ein Swipe-Up machen und hast die höhere Range. Und das hast du natürlich, wenn du kannst einmal beiden Hashtag dran setzen, aber du kannst, du, so,
Und beim Meme, Walter, ein Meme kannst du dann auf Instagram teilen, dann kann man es liken und so weiter. Maike und die Schüler wollten nur noch Unterricht mit Memes. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir Unterricht mit Memes, macht der Sportlehrer ja auch. Der lädt alles hoch. Und dann habe ich gesagt, aber ist das denn wirklich von Vorteil? Und dann habe ich zu den Schülern gesagt, okay, dann wir machen gerade Kant, Digitalprojekt zu Philosophen und so weiter. Und dann haben die Schüler gesagt, ja. Und dann haben sie das hier erstmal entwickelt. Das ist jetzt Kant, ja, 1724 bis 1804, so ein deutscher Philosoph, ne, Kant. So, dann habe ich gesagt, wo ist denn jetzt hier der Witz? Ja, Kant, deutscher Philosoph, Immanuel Kant. Und dann haben die Schüler gesagt, warten Sie mal ab, Kant, Hochkant. So, und das fand ich gut. Ja, also das fand ich, das...